1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talkwoche. Schön, dass ihr da seid. Wir fangen an, wie immer montags, mit einer offenen Sendung, mit einer freien Themennacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt wie? Er heißt Martin und ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Martin. Weswegen rufst du mich an? Wegen einer Beziehung. Ich bin seit anderthalb Jahren verliebt in eine Frau und sie auch in mich. Mhm. Sie ist aber verheiratet seit 10 Jahren und ist auch in der Beziehung noch drin. Du bist frei. Ich bin frei. Ja. Ich war verheiratet, habe 2 Kinder, bin aber frei und arbeite mit ihr in einem Büro, sehe sie einmal die Woche. Und ihre Ehe geht schon seit 2-3 Jahren nicht gut. Ja, und dann haben wir uns verliebt. Ja. Und jetzt versucht sie aus ihrer Ehe rauszukommen und schafft aber diesen Schritt nicht. Und das versucht sie jetzt 1,5 Jahre. Weiß 100%, dass ich auch für sie die Liebe ihres Lebens bin. Aber hat das Problem, aus ihrer Beziehung rauszukommen. Er weiß, dass die Beziehung nicht gut läuft. Sie haben also darüber gesprochen. Sie hat vor 5 Monaten sogar eine eigene Wohnung genommen, zieht aber in diese Wohnung nicht ein, weil sie ihm den Schmerz nicht zufügen möchte, ihn zu verlassen, weil er ein super lieber, netter Kerl ist. Sie hat ja kein Problem mit ihm. Sie möchte am liebsten, dass er so wie ihr Bruder noch in ihrem Leben ist. Haben die beiden auch Kinder? Nein. Keine Kinder. Das vereinfacht das Ganze schon mal. Etwas. Auf jeden Fall. Weiß ihr Mann irgendetwas von dir? Nein. Gar nichts? Nein. Ist das eine komplett geheim gehaltene Beziehung, die ihr beiden führt? Nicht komplett. Also ihre beste Freundin, ihre Schwester und ihre Tante wissen das, dass ich existiere. Und im Büro, haltet ihr es da geheim? Im Büro ist es geheim, aber eigentlich auch richtig. Ich meine, das kann man nicht geheim halten. Nee, aber es ist eigentlich dann auch wurscht, ob das da bekannt ist oder nicht bekannt ist. Ja, das schon, das schon. Die Krux da dran ist eigentlich bei ihr, ich war mit ihr also auch schon bei 2 Therapeuten. Sie scheint ein Schuldtrauma zu haben. Wo das herkommt von früher, weiß man nicht genau. Sie ist mit 14 mal vergewaltigt worden von ihrem Onkel, hat mit 18 sehr früh geheiratet, um überhaupt mal so aus der Familie rauszukommen, weil in ihrer Religion darf man dann wohl auch erst tanzen gehen und so, also sie war von den Eltern stark kontrolliert. Was für eine Religion hat sie? Surinamisch-orthodox, das ist so diese erzkatholische Schiene, so. Ja. So, Türkei da. Kommt aber aus Holland, also sie lebt in Holland, ich wohne hier an der Grenze. Ist sie denn geboren in der Türkei? Sie ist geboren in der Türkei, aber mit einem Jahr quasi schon hier rübergegangen. Ja. Und ihr Mann ist ja auch Türke? Genau dieselbe Religion, das ist auch so üblich, dass man so in dem Kreis so verheiratet. Ist sie damals, hat sie ihn freiwillig geheiratet oder war das eine arrangierte Ehe? Nee, freiwillig geheiratet, wie gesagt, sie ist auch schon seit sie 1 Jahr alt ist in Holland und er auch schon lange. Also die sind schon, das ist alles ganz normal und sein Bruder hat zum Beispiel auch eine Scheidung hinter sich, das ist jetzt gar nicht so dramatisch. Achso, das heißt, also sie müsste nicht irgendwie Angst haben? Nein, überhaupt nicht. Die Mutter weiß schon Bescheid, dass sie ihren Mann verlassen möchte, die Familie weiß Bescheid, sie hat die Wohnung, das weiß jeder, das ist offiziell. Also dass sie gehen möchte, das ist offiziell. Ach, die Mutter von ihm weiß auch schon Bescheid? Alle, die ganze Familie weiß Bescheid. Ach so. Aber den letzten Schritt, den kriegt sie einfach nicht hin, weil er so ein lieber Kerl ist und sie sich schuldig fühlt darüber, dass sie quasi, das ist so eigentlich das Kernthema, dass sie schon ihr neues Glück hat, aber er ja dann in dem Leiden zurückgelassen wird und noch gar nicht weiß, dass er vielleicht ein neues Glück haben kann. Das macht sie so fertig. Aber für ihn muss es doch im Moment auch schon Leiden sein, wenn er auch nichts von dir weiß, so bemerkt er doch, dass es irgendwie nicht richtig läuft, wenn die Frau schon eine eigene Wohnung nimmt. Natürlich. Ne, er trinkt abends ab und zu mal zu viel und heult viel und sie reden wenig zusammen, weil sie einfach noch nie zusammen geredet haben über private Dinge. Also die hatten noch nie eine Beziehung, wo man auch so... Also er fragt gar nicht, was los ist. Er fragt gar nicht, was los ist. Nee, es ist mehr so dieses Leiden, also dieses Rumstöhnen und man redet aber nicht darüber. Man verschweigt sehr viel in dieser Beziehung. Ja. Wie alt ist sie? 30. 30.
Klingt so von außen betrachtet sehr einfach zu lösen. Ne? Ist überhaupt nicht einfach. Also im ersten Moment würde man sagen, mein Gott, dann muss sie das Leiden ihres Mannes verkürzen, indem sie sagt, weil er leidet ja momentan wahrscheinlich Hölle, weil er nicht weiß, was los ist. Und ihre Freundinnen, das sagt die Tante, mit der sie ein gutes Verhältnis hat, die sagt auch, du musst ihnen die Wahrheit sagen, auch von mir. Ja. Und dann einen schnellen, starken Schlussstrich. Dann ist das vielleicht einmal ganz heftig, aber es ist nicht so schlimm wie dieses, was jetzt vielleicht schon sehr lange zwischen den beiden läuft. Schlafen die beiden noch miteinander? Nein. Gibt es noch Zärtlichkeiten zwischen den beiden? Nein. Auch nicht mehr. Es ist eine reine WG. Ja, genau. Tja. Das ist natürlich für dich ist das eine ungeheuer schwierige Situation. Weil es einfach nicht nachvollziehbar ist. Weil es nicht nachvollziehbar ist. Eigentlich für jeden Außenstehenden so simpel ist, diesen letzten Schritt noch zu machen. Ja, weil sie handeln muss. Sie muss handeln. Genau. Jetzt ist die Frage natürlich, du musst auch eine Position haben. Du kannst natürlich auch nicht ewig daneben stehen und Verständnis für sie haben. Richtig. Das heißt, vielleicht kommt auch etwas in die Gänge, wenn du eine klarere, sag ich mal, um nicht zu sagen härtere Haltung. Da bin ich mir nicht so sicher bei ihr, weil sie ist, auch wenn das sehr schwach klingt, aber sie ist eigentlich eine sehr, sehr starke Persönlichkeit und sie hat einen sehr dicken Kopf. Und ich habe ihr auch versprechen müssen, ich werde nie zum Beispiel zu ihr hinfahren und sagen, und jetzt machen wir eine Entscheidung. Johann, hallo, hier bin ich. Ich bin der Martin und jetzt klären wir das Ganze mal hier. Dann sagt sie, dann kenne ich dich nicht mehr. Ja gut, das wäre auch albern. Das muss sie machen. Aber du könntest zu ihr sagen, pass mal auf, das geht ja schon anderthalb Jahre so. Ich möchte nicht die nächsten anderthalb Jahre so leben und ich möchte eigentlich auch nicht das nächste halbe Jahr noch so leben. Ja, richtig. Bald sind die 2 Jahre voll und jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Wenn du keine Entscheidung triffst, dann muss ich, sprich du, Martin, eine Entscheidung treffen. Für euch beide nämlich. Du kannst nicht da reinfunken und zu dem Mann gehen, das wäre ja völlig albern. Das muss sie machen. Aber indem du eine Position, du musst dich ja auch irgendwie positionieren. Im Moment habe ich den Eindruck, dass du es auch immer so mitgemacht hast und immer so hingenommen hast. Ja, natürlich, klar, weil ich natürlich auch die Angst hatte, dass sie diese Entscheidung weiterhin nicht nimmt und dann lieber auf das verzichtet. Obwohl die Liebe zu mir ist, das ist Wahnsinn. Kann man ihr das denn nicht so klar machen? Ich meine, du hast wahrscheinlich auch schon 1000 Gespräche geführt mit ihr. Wir hatten auch schon Zeiten, wo ich gesagt habe, ich kann das jetzt gar nicht mehr und ich mache das nicht. Bist du ganz, ganz sicher? Das hört sich immer so toll an. Ich traue es ihm nicht zu sagen, weil ich ihm nicht wehtun will. Das hört sich immer super an. Glaubst du, dass das ja wirkliche Motivation ist oder kann da noch irgendwas anderes hinterstecken? Dass sie auch so ein bisschen taktiert, dass nein, er irgendwas... Nein, überhaupt nicht. Also ihre Liebe zu mir ist 100% und wir haben über unsere Zukunft gesprochen, geplant, wir lieben uns wahnsinnig. Weißt du, Martin, du musst ihr ja auch mal vor Augen halten, was sie dir damit antut. Das weiß sie auch. Sie entschuldigt sich jeden drin. Ja gut, aber irgendwann ist auch Schluss mit Entschuldigen. Irgendwann muss sie eine Konsequenz ziehen. Sie tut dir, sie verletzt dich permanent und sie verletzt natürlich auch ihren Mann, mit dem sie doch so arg großes Mitleid hat. Das weiß sie auch, ja. Ja, aber wenn sie alles nur weiß und nicht handelt, wo soll es denn hinführen? Die nächsten Jahre, so weiter. Deshalb ist es an dir, finde ich, dass du sagst, pass mal auf, wie immer sie auch heißen mag, ich gebe dir jetzt irgendwie so grob noch so einen Zeitraum und dann ist Schluss, dann kann ich das nicht mehr, dann gehe ich. Wenn du diese großen Worte gebrauchst, musst du die natürlich auch dann vollziehen. Ich glaube, dass in so einer Situation nur eine Bewegung in so eine Geschichte kommt. Im Moment hat sie ja so quasi gelernt, dass sie das auch so mit dir machen kann. Weil du hast ja immer Verständnis. Ja, klar. Und sie weiß, dass du sie wahnsinnig liebst. Und dann kann man mit jemandem ja auch so umgehen. Aber in dem Moment, wo sie kapiert, dass du eine klare Haltung hast, ich vermute fast, dass sie sich dann bewegt. Ich vermute es. Wenn ihre Gefühle wirklich ganz tiefgründig echt für dich sind. Wenn sie merkt, dass die Fälle vielleicht wegschwimmen. Normalerweise sollte man davon ausgehen. Ich habe auch mit ihrer Freundin darüber gesprochen, die sagt das eigentlich auch. Aber was dagegen spricht, ist natürlich, trotz all der Deutlichkeit, die ja auch schon da ist, dass die Familie Bescheid weiß, in dieser Wohnung hat, ist sie immer noch bei Johann. Also es ist schon verrückt. Also es ist schon. Nein, es ist nicht verrückt, es ist feige. Es ist feige, so muss man sagen. Und es ist unfair dir gegenüber. Ganz zu schweigen von ihrem Mann. Aber es ist auch dir. Was tut sie dir an? Die ganze Zeit. Ich glaube, es geht nur so, Martin. Ich glaube nur, indem du eine Position ergreifst
und das nicht immer hinnimmst und verstehst. Ein Frust setzen. Ja, ich finde auch nach anderthalb Jahren ist das angebracht. Finde ich schon. Da kann, auch wenn dann die großen Sprüche kommen, du darfst mich nicht unter Druck setzen oder so, ja, was macht sie denn mit dir die ganze Zeit? Ja. Das ist eine andere Art der Missachtung. Also, ich würde es nicht mehr lange mit mir machen lassen, Martin, auch wenn du die Frau abgöttisch liebst. Sie ist am Zug, sie muss handeln. Du hast bisher alles richtig gemacht. Hm. Alles Gute wünsche ich dir. Danke. Mein Lieber Martin, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Und wenn ihr mich gerne per Mail erreichen wollt, dann bitte unter domian@wdr.de. Schreibt kurz ein paar Sätze zu eurem Thema und eure Telefonnummer rein und dann gucken wir mal. Hier ist Mike. Mike ist 27. Guten Morgen. Hallo Mike. Ja, hallo. Ja, guten Morgen. Dein Thema, ja, Mike. Das Peinliche bei mir ist halt, ich rufe an, weil meine Großmutter noch in einen Swingerclub geht. Entschuldigung, ich lachen muss. Wie alt ist die Großmutter? Also ich bin 27, ja. Meine Mutter 49 und sie ist jetzt knapp 48, also halt die nächsten drei Wochen wird sie... Nee, nicht 48. Ja, 68. 68. Also meine Großmutter wird 68, genau. Ja. Und die Oma geht in den Swingerclub. Ja, genau. Und das Peinliche ist halt, wir haben hier eine Stadt, die hat ja um die 70.000 Einwohner eigentlich, also relativ klein im Grunde. Mhm. Und in dem Bezirk, wo wir wohnen, ist, wie gesagt, sie ist ja knapp 68, man kann sagen gerundet 70. Ja. Und man kennt sie halt auch. Und sie persönlich sagt halt auch, also ihren Altersgenossen, damit sie da hingeht, ja, sie ist geschieden. Mhm. Und also sie ist frei, das zu machen. Sie ist nicht gebunden. Sie ist frei. Sie ist nicht gebunden. Sie kann, ja. Ja, also wie lange macht sie das denn schon? Ja, ein Stückchen schon. Also 2-3 Jahre ungefähr. Mhm. Und das Peinliche für mich ist halt, wie gesagt, sie erzählt sie auch also ihren Altersgenossen und so weiter. Und dann dauert es halt auch nicht lang, damit das dann auf praktisch die Generation übergreift, die was meine Eltern sind und dann kommt es halt irgendwann auch bei mir an und bei meinen Altersgenossen und das ist mir tierisch auf den Sack, wenn ich das mal so sagen darf, ja. Mhm. Weil das ist übelst peinlich. Ich meine, wenn die Frau oder beziehungsweise wenn, oder ich sag mal andersrum, wenn ich jetzt 13 wäre, ja, also ich, oder anders gesagt, ich bin froh, damit ich nicht mehr 13 bin, ja. Ja. Aber nur bist du 27. Ich bin im Alter, wo ich sagen kann, na gut, okay, jetzt das geht mir auf den Sack, aber ich kann es akzeptieren, ja. Aber ja. Pass mal, nimm eins am anderen. Du bist 27 Jahre alt, die Oma ist 68, sie geht in den Swingerclub. Warum ist dir das peinlich, dass sie in den Swingerclub geht? Ja, warum? Das kannst du ja auch auf dich projizieren. Das ist eine generationsübergreifende Angelegenheit. Also das ist, ich meine, das ist, bei meiner Mutter wäre es mir schon peinlich, ich habe die Großmutter, ich meine, das ist unglaublich eigentlich. Warum ist das, nein, im Ernst, komm jetzt, warum ist es unglaublich und warum ist es peinlich? Weil ich 27 bin, ich höre gerne Hip-Hop. Kannst du ja auch. Mit dieser Szene ab und so weiter. Ja. Und dann hast du eine Großmutter, die in den Swingerclub geht. Ja, wenn es jetzt jemand wäre, der was zum Beispiel hübsch zum Halma geht oder in Seniorenheim. Du hast aber eine sehr, sehr klischeehafte Vorstellung von alten Leuten und eine sehr konventionelle, muss ich sagen. Mensch, Mike. Ich habe ja auch nichts dagegen, damit sie... Nee, pass mal auf. Ich finde, wenn eine Frau mit 68, die Frau ist Single, wenn die Bock hat auf Sexualität und das in einem Single-Club leben kann, dann finde ich das super, dass sie das macht. Und dann solltest du mit deinen 27 Jahren so tolerant sein und sagen, ist doch schräg, ist doch cool, dass meine Oma sowas macht. Ja, das ist cool bei anderen Leuten. Wenn das die Großmutter von meinem Nachbarn wäre, würde ich sagen, das ist cool. Ja, umso schlimmer, wenn, nein. Moment, wo meine Großmutter warum? Warum ist es cool bei dem Nachbarn, warum ist es bei dir nicht cool? Ja, das Coole ist halt, ich bin mit der Frau aufgewachsen, die war eigentlich ein Vorbild. Ja. Die war immer die Großmutter, die, ja, was auch immer war, hat sie auch immer gemacht. Die war eigentlich im Grunde immer die Großmutter, die sie sein sollte. Und dann hat willst du ihr, Sex, willst du ihr, willst du ihr, nee, Moment, willst du ihr die Sexualität absprechen?
Willst du ihr ihre Sexualität absprechen? Die kann sie haben, aber die brauchen nicht rumsprechen im Bezirk hier. Warum? Warum? Warum soll sie das geheim halten? Weil es mich und meine Mutter noch gibt, deshalb. Und weil jüngere Leute und nein, da habe ich keinen Bock drauf. Mike, das ist eine völlig verklemmte Einstellung, die du hast, finde ich. Nee, die ist nicht verklemmt. Ich bin sehr offen eigentlich. Finde ich nicht. Also wenn ich, nee. Was ist daran schädlich? Nee, Moment. Wenn ich sage zum Beispiel, wie bei meinem Nachbar, der ist 30 zum Beispiel, wenn dem seine Großmutter das machen würde, würde ich sagen, die ist cool. Ja, das ist im Grunde genauso, wie wenn ich sagen würde, die Oma von meinem Nachbarn hört Techno zum Beispiel. Das ist cool. Aber in dem Moment, wo meine Großmutter in den Swingerclub geht, das ist krank. Das geht nicht. Nein, das ist ein moralisches Vorurteil, was du da hast. Wenn der Frau danach ist, sie ist eine sehr erwachsene, reife Frau. Sie macht nichts Verbotenes. Wenn sie Spaß daran hat, wenn sie das noch ausleben möchte in ihrem Alter, soll sie das machen und sie soll sich nicht von der jüngeren Generation davon einschränken lassen, daran hindern lassen. Ja, das mag sein, aber auf der anderen Seite... Da musst du dazu stehen, da musst du sagen, ja okay, meine Oma macht das halt. Ja gut, das sagst du jetzt, aber auf der anderen Seite kann ich mir zum Beispiel auch anhören, du bist 27, es wäre doch besser, wenn du das und das machst. Aber wenn es umgekehrt ist, ist es ja dann, wie du sagst, was ganz anderes. Und das kann jetzt sein, damit sie mir Vorschläge macht, mein Leben muss so laufen. Da hast du recht. Das sind zwei verschiedene Schuhe. Aber auf der anderen Seite blamiert sie einen im Grunde. Nein, du lässt dich, aber Mike. 20-Jährigen in meiner Altersklasse. Mike, du lässt dich ja blamieren. Wenn du eine andere Einstellung dazu hättest, würdest du dich gar nicht blamieren lassen, dann würdest du sagen, na und? Meine Oma macht das, Punkt. Ja, weil du nicht selbstbewusst bist, weil du sehr darauf achtest, was die anderen Leute sagen. Das ist dir überhaupt nicht... Ich bin selbstbewusst, aber es kommt halt aufs Umfeld an. Ja, eben. Dir ist das nicht Schnuppe, was die anderen sagen. Ja, genau. Ja, also bist du nicht selbstbewusst. Aber ich hab's doch auch in mir drin, dieses Gefühl. Ich meine, sie kann doch... Wieso geht es nicht, damit sie irgendwie einen Freund hat und ja, lass die Oma doch einen Lebensabend aus und gut. Ja, du möchtest deine Oma so backen wie bei anderen auch ist. Ja, genau, du möchtest deine Oma so haben, genormt, so wie es bei anderen auch ist, so wie du es dir vorstellst. Lass doch verdammt nochmal der Frau ihre Freiheit und sie so leben, wie sie leben möchte. So soll sie dich natürlich lässt du ja nicht. Sprichst du sie denn direkt darauf auch an? Nehmen wir anders schnell noch. Du sagst, lass ihr ihre Freiheit. Die lasse ich ihr. Ich habe da kein Problem mit. Ja. Nur das Problem habe ich damit dann, oder das Problem habe ich in dem Moment, wenn sie dann das in diesem Bezirk, wo wir wohnen, frei macht. Und ja, das ist auch kein Geheimnis. Wenn andere Leute ein konventionelles, altes, gutes deutsches Leben führen, will ich mal so ein bisschen trocken sagen, dann habe ich ein Problem damit, wenn ich dann hier der Assi bin, im Grunde... Aber du lässt dich doch dazu machen. Du lässt dich doch durch die Meinung der anderen dazu machen. Wenn du eine klare innere Überzeugung hättest, dass das okay ist, dann würden dich ja die Worte der anderen gar nicht erreichen. Aber ich habe dich gerade noch was gefragt. Streitest du mit deiner Großmutter darüber? Sprecht ihr auch darüber? Na, ich habe sie natürlich schon oft gesagt. Und was sagt sie? Dann geht's halt dann, ja, das ist mein Zeug und es geht dich nichts an. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, sie ist, obwohl sie das Zeug macht, ist sie auch sehr konventionell eingestellt. Ja. Ja. Und erzählt mir, ja, früher und früher und früher war ja das und das so und so. Ja, das darfst du dir nicht gefallen lassen. Da musst du zurückkontern und sagen, pass mal auf, Mädel. Wenn du das machst, dann lass mich in Ruhe. Nee, aber es ist ja, das habe ich ja gesagt. Ich will eigentlich dieses konventionelle Leben und sie kommt dann an, wenn man sie drauf anspricht und sagt, ja, früher und so und macht genau das Gegenteil eigentlich. Mhm. Also im Grunde geht meine Generation auf sie zu und sie geht auf mich zu im Grunde. Mhm. Und das kommt nie in Nenner bei raus, gibt keinen Mittelweg. Meine Mutter, die sagt, das ist euer Problem und meine Mutter also, sagt auch... Genau, wollte gerade mal fragen, ist die Mutter auch so empört darüber wie du? Nee, meine Mutter ist das ist ja das Traurige. Sie ist nicht so wie ich. Weil sie,
ist selber geschieden, hat selber einen Freund mit den 50, also knapp 50 Jahren in Nürnberg, mit dem sie sich da alle, was weiß ich, 2-3 Wochen trifft und Sex hat und alles. Das heißt, deine Mutter sagt, das ist okay, wenn die Oma das macht. Ja, sie sagt halt, das ist ihr Ding. So, und ist da ein Unding. Und du, der Jüngste, du machst da ein Bohai drum. Die Großmutter ist mit sich im Reinen. Die eigene Tochter sagt sogar, die Mama kann das machen. Und der Enkel fängt an zu schimpfen und schämt sich für die Oma, dass die ins Fingerclub geht. Na, hör mal. Aber der Punkt ist ja auch der, wir sind alle in der DDR aufgewachsen. Mhm. Das ist hier Grenzgebiet Plauen. Ja. Also die Stadt Plauen ist Grenzgebiet, kann man sagen. Ja. So, meine Mutter hat jetzt ihren Freund gefunden im Westen, der kommt alle paar Wochen mal hoch, haben Sex und so weiter. Ja. So, meine Großmutter, die hatte, gut, der ist aus dem Osten, ist geschieden, jetzt kommen auch Typen rüber aus dem Westen, mit denen hat sie auch Sex in ihrem Swingerclub. Mhm. Du sagst das also abschätzend. Wenn jetzt die Grenze noch wäre zum Beispiel, die wären die, und das ist das, was ich meine, die wären die wären noch total konservativ eingestellt. Ja gut, wenn. Aber Mike, was sind das denn für Überlegungen? Wenn die Grenze noch wäre, dann wäre das und das. Ich würde dich gerne noch fragen, hat das denn dazu geführt, dass du so eine strenge Auffassung hast, dass dein Verhältnis zwischen dir und deiner Großmutter dadurch jetzt sehr gestört oder sogar ziemlich angerissen ist? Kaputt ist? Ich meine, wenn ich zum Beispiel mal zu ihr hingehe und sag Hallo oder so, dann ist es nicht dasselbe, wie wenn man zu ihr hingeht, wie wenn sie, ich weiß nicht. Die Frage war ganz einfach. Ist das Verhältnis... Ja, ich verstehe schon. Also wenn ich jetzt zu ihr hingehen würde, wenn das nett wäre, dann wäre es meine Großmutter. Wir sagen Hallo, Großmutter, ich würde sie umarmen, wir sagen, Aber das ist jetzt nicht mehr so. Und so weiter. Und jetzt ist es halt so, ich gehe da hin, gebe ihr die Hand und desinfizierst die Hände hinterher. Und das ist im Grunde wie war das Verhältnis denn früher? War das früher besser? Das war früher wesentlich besser. Ja. Also Mike, pass auf, ich glaube, wir drehen uns jetzt im Kreis. Du hast deine Argumente da hingelegt und ich habe meine hingelegt. Ich finde das starrsinnig, was du für eine Auffassung hast. Ich finde, lass der Frau, der 68-jährigen Oma, ihr Leben. Und führ du dein Leben auch, wie du es gerne möchtest. Sei froh, dass die Frau vital ist und fit. Es muss doch auch dieser Großmutter- und Enkelsohn-Aspekt dann auch noch da sein. Das kann alles sein. Das kann auch sein, auch wenn die Großmutter ins Fingerclub geht. Das geht nicht. Nee. Ja, weil du es nicht willst. Weil du es nicht willst. Weil du zu eingefahren in deiner Auffassung bist. Aber was hast du eingefahren? Ich meine, das ist... Wir reden im Kreis, Mike. Wir reden im Kreis. Ich glaube, wir kommen da nicht zueinander. Ich finde das völlig in Ordnung, was deine Oma macht. Ich finde, dass du der Störenfried da bist in der ganzen Angelegenheit. Aber was soll ich denn machen? Du musst, entweder akzeptierst du es oder akzeptierst es nicht. Und offensichtlich bist du bereit, es nicht zu akzeptieren. Und dann musst du dich halt mit den Konsequenzen... Ja, aber es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, Nein. Dass man dazu nahe kommt. Ja, indem du ganz einfach ihr Leben akzeptierst. Punkt. Das ist zueinander kommen. Und du ihr nicht deine Moralvorstellung aufzwängst. Jetzt müssen wir aber Schluss... Mike, jetzt müssen wir Schluss machen. Wir reden schon sehr lange. Ich glaube, wir haben unsere Argumente ausgetauscht. Wir reden auch dann sonst so, zu sehr im Kreis. Ich kann auch weiter nichts dazu sagen. Wir haben ja beide jetzt unsere Meinung dargelegt. Okay? Ja. Lieber Mike. Okay. Alles Gute. Tschüss. Ja, trotzdem. Bleib so, wie du bist. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Oliver. Oliver ist 24. Guten Morgen. Hallo Domian. Was führt dich zu mir, Oliver? Mich führt zu dir. Ich habe vor 4 Jahren erfahren, dass mein Großvater mein leiblicher Vater ist. Der Großvater ist der leibliche Vater. Mein Groß, genau. Das heißt, da ist ein ganz schlimmes Delikt vorgefallen damals. Genau. Er hat halt vor 20 Jahren mit seiner eigenen Tochter geschlafen. Ja. Das hast du vor 4 Jahren erfahren. Das habe ich vor 4 Jahren erfahren. Wie hast du das erfahren? Ich habe halt nie gewusst, wer mein leiblicher Vater ist. Was hatte man dir denn gesagt, wer der leibliche Vater ist? Ja, man hat mir eigentlich nie was gesagt und... Aber du hast ja gefragt irgendwann, wer ist es? Ja genau, ich habe dann mit 18, 19 wollte ich das natürlich dann wissen, weil ich habe meine Geburtsurkunde dann gefunden und da stand halt Vater unbekannt und wollte das natürlich dann wissen, wie das halt so ist. Mit 18, 19 will man halt wissen, wo man herkommt. Mhm. Und, na vorher eigentlich schon, ne? Fragt man, was...
ja gut, wenn ich da so drauf angesprochen habe, dann ist halt immer ziemlich herb drauf reagiert worden, so von wegen, sollte halt auf sich beruhen lassen und... Also, da bist du schon so aufgewachsen, das ist irgendwie ein Tabuthema, da rührt man am besten nicht so dran. Genau. Mhm. Das war halt von Anfang an, darüber wird nicht geredet oder, ja, früher hat mich eigentlich noch gar nicht so richtig interessiert, weil ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen und es waren dann halt in dem Moment meine Eltern und, ja, aber mit 18, 19 will man dann halt doch mal wissen, wer der... Du bist bei den Großeltern aufgewachsen? Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Und wo war deine Mutter? Ja, die hat 20 Kilometer weiter weg gewohnt. Mhm. Und ja, also die ersten 6 Jahre habe ich schon bei meiner Mutter gelebt. Ja. Und die hatte aber neu geheiratet. Und mit meinem Stiefvater habe ich mich halt überhaupt nicht verstanden. Verstehe. Und der hat mich dann halt auch mehrmals so verprügelt. Mhm. Also... Und während der ganzen Jugendzeit und so etwas älter wurde, blieb die Frage offen, wer dein Vater ist. Wie, genau. Wie bist du jetzt vor 4 Jahren, da warst du 20, wie bist du da drauf gekommen? Ja, also ich habe halt mit 18, 19 dann verstärkt versucht herauszufinden, so auf eigene Faust irgendwie durch Familie, Verwandte und so zu fragen. Und aber es, wie gesagt, es wurde dann immer total herb drauf reagiert. Mhm. Und irgendwann kam halt mein Großvater auf mich zu und meinte halt, er müsste mir was beichten und er hat halt vor 20 Jahren einen riesengroßen Fehler gemacht und ja, aus dem Fehler wäre ich entstanden. Ach, dann hat er das selbst gesagt. Er hat mir das selber gesagt. Das ist ja schon erstaunlich. Ja, also... So, was hast du denn... Das irgendwie klingt, also ich muss ihm irgendwo danken, dass er so die Ehrlichkeit auch gebracht hat, aber ich sag andererseits, ich kann ihm heute überhaupt nicht mehr in die Augen gucken, weil... Bist du denn... Wie war das Verhältnis in all den Jahren vorher zu deinem Großvater? Gut? Ja, normal. Halt. Normal, ja. War mein Großvater, beziehungsweise mein Vater, ich habe als Vater zu ihm gesagt. Ja. Und ja, also. Haben denn damals die Leute Bescheid gewusst, was geschehen war? Ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass eigentlich die ganze Familie es gewusst hat. Ja. Hast du denn, nachdem du das dann erfahren hast, vor 4 Jahren, auch mit deiner Mutter darüber gesprochen? Ja, ich habe dann natürlich, also meine Mutter gleich drauf angesprochen. Und ja, die ist dann natürlich erstmal zusammengebrochen und war dann erstmal fix und fertig, dass ich es überhaupt herausgefunden habe, mhm. weil sie halt intern in der Familie abgesprochen hatten, dass ich das halt nie erfahren soll. Mhm. Und ja, wir haben dann halt drüber gesprochen und jetzt über die genauen Details, ob das damals jetzt irgendwie freiwillig war oder so, jetzt direkt nicht. Wie? Sie hat halt gesagt, sie bereut halt nicht, dass ich da bin, aber sie bereut halt, wie ich entstanden bin. Mhm. Und hast du denn gemerkt bei deiner Mutter so, als du, wenn du jetzt so die Sachen Revue passieren lässt, dass sie dich als Kind schon eher, also vielleicht nicht so akzeptiert hat, wie es eigentlich sein sollte? Ja, doch. Ja, dass also da schon so eine Distanz war? Ja, genau, dass sie sich halt, wenn mein Stiefvater mich verprügelt hat, dass sie da nie dazwischen gegangen ist und die hat mir dann auch mal gesagt, dass sie zu dem damaligen Zeitpunkt froh war, dass sie mich los war. Mhm. Weil sie mir halt nicht in die Augen gucken konnte. Wie alt war deine Mutter, als dein Großvater das getan hat? Meine Mutter war 18. Mhm. Deine Oma wusste das dann ja auch? Meine Oma wusste das, meine Uroma, meine ganzen Tanten, Onkel, die wussten das alle. Was glaubst du, warum dein Großvater es dir freiwillig erzählt hat? Ja, weil er vielleicht Angst hat, dass irgendwie hintenrum, weil es... Ich habe dann im Nachhinein herausgefunden, dass sehr viele Leute schon wussten, weil ich bin dann im kleinen Dorf aufgewachsen und da macht natürlich sowas auch schnell die Runde. Mhm. Vielleicht ist das der Grund, vielleicht ist es auch der Grund, dass er ein so schweres, schlechtes Gewissen hatte, dass ihn das so belastet hat. Ja, dass er halt vielleicht Angst hat, dass er es von irgendjemand anderem erfahren. Mhm. Ne, und, so, wie hat das dann, ich meine, das ist ja eine der schlimmsten Vorstellungen, wenn der Vater die eigene Tochter vergewaltigt. War es eine Vergewaltigung? Also da habe ich meine Mutter noch nie direkt drauf angesprochen, aber... Vermutlich. Freiwillig wird deine Mutter mit 18 Jahren nicht mit ihrem Vater geschlafen. Nein, das ist also auf gar keinen Fall. Wie sehr hat das jetzt dein Bild von deinem Großvater verändert? Also ich habe eigentlich nur noch Hass für den übrig. Hm. Weil ich weiß nicht, in der heutigen Gesellschaft gehört so jemand eigentlich weggesperrt. Hm. Und im Insgeheim wünsche ich mir das eigentlich auch. Weil irgendwie, er muss eigentlich dafür bestraft werden, was er getan hat, weil er hat eigentlich schon so die ganze Familie fast, ja, kaputt gemacht damit eigentlich. Wie denkst du über deine Großmutter, dass sie ihn nicht verlassen hat, nachdem er das getan hat? Ja gut,
so blöd klingt, ich kann die irgendwo verstehen, weil ich sag, meine Großeltern haben 10 Kinder. Ach so. Und ja, wo gut, die ersten zwei, die waren schon erwachsen, aber wo will sie mit 8 Kindern, in den 80er Jahren war das halt, wo will sie da hin? Und naja, ja, wir hatten halt damals auch nie viel Geld und meiner Mutter war das, oder meiner Großmutter war das wahrscheinlich auch irgendwie peinlich. Und ich könnte mir vorstellen, wenn man sowas erfährt, dass man gleich noch weitere Gedanken hat, hat der das vielleicht noch mit anderen Kindern getan? Ja, das habe ich auch all meine Tanten drauf angesprochen, so unter einem Vier-Augen-Gespräch, aber das hat er nur mit meiner Mutter gemacht. Soweit man das weiß. Ja, also ich glaube meinen Tanten, ja. Also für dich das schon gestanden, wenn so gewesen wäre. Für dich stelle ich es mir auch dramatisch vor, für dich bricht ja auch eine ganze Welt zusammen. Das heile Zuhause von Oma und Opa ist kaputt gegangen dadurch. Das war deine Ersatzfamilie, die ist weg. Ja. Deine Mutter hat das so geschildert, dass sie auch irgendwie so eine Distanz zu dir hatte, das ist auch nicht so ein richtig inniges Verhältnis. Also standest du dann ja auch plötzlich irgendwie fast ganz alleine da. Ja, also es war ja auch so, dass mir wirklich in der Kindheit so ab und zu wirklich so ein bisschen alleine vorkam, weil ich halt bemerkt habe, dass von meiner Mutter her Distanz ist und dass ja auch meine Großeltern jetzt, also wir hatten ein normales Verhältnis, aber jetzt nie so ein inniges Verhältnis. Ja. Verkehrst du denn noch mit deinen Großeltern? Ja, das so absurd das jetzt irgendwie klingen mag, weil ich bin halt doch noch ein bisschen auf meine Familie angewiesen. So blöd das klingen mag, mit meiner Mutter habe ich jetzt mittlerweile ein recht gutes Verhältnis. Vielleicht ist das sogar ganz gut jetzt auch für euer Verhältnis, dass die Wahrheit endlich an den Tag ist. Das ist eigentlich was am besten noch da aus der ganzen Geschichte ist, dass ich halt jetzt mit meiner Mutter eigentlich ein sehr gutes Verhältnis haben, was ich auch nicht missen möchte. Du hast deine Mutter auch noch nicht gefragt, warum sie ihn nicht angezeigt hat damals. Ich habe sie schon drauf angesprochen, warum sie das damals nicht gemacht hat, aber sagt sie auch, sie wollte das halt ihren ganzen Geschwistern nicht antun und wie gesagt, da im kleinen Kaff, da ist man dann natürlich sofort irgendwie abgestempelt. Dein Opa lebt noch, ne? Mein Großvater lebt noch. Ja, sonst könntest du nicht. Ein bisschen leider. Also so blöd das jetzt singen mag, aber ich habe irgendwie nur noch Hass für den Mann übrig und ja, ich keine Ahnung. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich damit jetzt umgehen soll, weil einerseits will ich halt mit meiner Großmutter noch Kontakt haben und auch mit meinen Tanten und Onkeln. Aber jedes Mal, wenn ich ihn nur sehe, ich kann ihm auch gar nicht mehr die Hand geben oder ihn zum Geburtstag habe ich ihm auch nur telefonisch gratuliert oder so. Oder Weihnachten gehe ich ihm halt auch schon auf den Weg, weil ich habe ihm vor einem Jahr mal die Hand gegeben. Ich habe mich 2 Wochen später noch danach geekelt und habe mir wirklich die Hand bald blutig geschrubbt. Für den Fall, dass so etwas nicht verjähren würde, wenn das nicht verjährt wäre, könntest du dir das vorstellen, dass du das zur Staatsanwaltschaft bringst? Ich habe mit dem Gedanken schon gespielt, muss aber sagen, weil ich habe halt 15 Cousinen und Cousins und die liegen halt doch sehr am Herzen und ich weiß nicht, ich weiß, wie schwierig das damals für meine Geschwister war, beziehungsweise Tanten und Onkel. Und ich weiß nicht, ich will denen das nicht irgendwie zumuten, dass die ganze Familie gesprengt dann wird. Von ihrem Großvater jetzt kaputt gemacht wird. Aber die wissen das doch auch alle oder nicht? Ist das dann? Also meine ganzen Cousinen, Cousins, die sind jetzt alle erst in dem Alter so ab 14 abwärts. Also die wissen das nicht und ich hoffe auch irgendwie für die, dass sie das nie erfahren. Ja. Warum? Ja. Warum? Warum hoffst du das? Ja, weil ich mir vorstellen kann, dass sie dann auch damit irgendwie überhaupt nicht zurechtkommen. Tja, aber so ist nun mal die Wahrheit. Und ja, ich weiß ja nicht, wie alt ist der Großvater jetzt? Der ist jetzt 61. 61. Ich weiß ja nicht, wie er drauf ist und was er gemacht hat. Wenn da so viele auch Jugendliche sind, liegt die Überlegung zumindest nahe, dass man sich Sorgen macht, dass er seine Finger vielleicht auch da nicht bei sich behalten kann. Ja, also, ja, das... Man weiß es nicht, aber einmal schon... Ja, weiß nicht, aber, ja, also, da muss ich halt sagen, das ist in der Familie schon, also, er ist eigentlich nie mit den Kindern allein oder, er hat ja überhaupt keine Möglichkeit, also, ja. Also für dich ist es auf jeden Fall natürlich eine Erschütterung gewesen für deine Biografie und so für dein Leben und für deine Identität auch, muss man ja so sagen. Ja, auf alle Fälle, also es hat alles kaputt gemacht, ich bin dann auch
sofort ausgezogen und habe mich halt damals auch in Unmengen von Schulden gestürzt, Hauptsache um nicht mehr mit dem Mann unter einem Dach leben zu müssen. Und habe dann auch knapp anderthalb Jahre überhaupt keinen Kontakt gehabt. Ja. Und macht dir das jetzt noch sehr viel zu schaffen? Denkst du da viel dran? Täglich. Mhm. Täglich, weil ich habe halt noch relativ viel andere oder ja weniger Probleme so. Und ich mache ihm schon irgendwie dafür verantwortlich, dass mein Leben so ein bisschen... Das kann durchaus ja auch sein. Dass das nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt hatte. Die Einzelheiten, die damit zusammenhängen, was du gerade angedeutet hast, die können wir jetzt leider nicht im Rahmen des Gesprächs hier in der Sendung klären. Ich würde dir gerne vorschlagen, Oliver, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen. Ja, das wäre nett. Okay? Ja, dann machen wir das so. Dann legst du jetzt bitte auf und die Sabine ruft dich zurück. Und dann könnt ihr in Ruhe sprechen. Danke. Gut. Wünsche dir alles Liebe und alles Gute, Oliver. Ja, danke schön. Tschüss. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema vernachlässigte Kinder. Die Fälle in der letzten Zeit häufen sich ja, wo wir erschütternde Dinge erfahren, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen. Da gibt es den Fall, dass ein Kind zu Tode geschüttelt wird, ein Säugling, ein anderes Kind liegt im Kühlschrank, ermordet oder zu Tode gekommen. Und dann gibt es wieder den Fall, wo ein Junge in einem See gefunden wird und die Mutter sich danach das Leben durch einen Autounfall genommen hat und so weiter. Aber es sind nur wenige Geschichten von vielen, vielen, die wir ständig lesen. Und irgendwie hat man den Eindruck, als wäre es im Moment sehr schlimm. Wahrscheinlich war es schon immer so und wir haben es nur nicht erfahren. Also das Thema heißt morgen vernachlässigte Kinder. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die sich früher als Kinder vernachlässigt gefühlt haben, die an diese Kindheit, an ihre Kindheit, an ihre Jugend sehr schlimme und vielleicht sogar sehr grauenhafte Erinnerungen haben. Und ich möchte auch gerne reden mit Menschen, die in ihrem direkten Umfeld vernachlässigte Kinder beobachten und vielleicht auch nicht wissen, was sie tun sollen. Manchmal ist man da ja auch hilflos und weiß nicht so recht, sich zu verhalten. Also vernachlässigte Kinder, das ist unser Thema morgen, wenn ihr mitmachen wollt. Ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen, hier über unsere normale Telefonnummer 0800 220 5050 oder um 1 anrufen während der Sendung oder eben mailen unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit Elaine. Elaine, stimmt das? Hallo, ja. 23 Jahre alt, guten Morgen. Morgen. Hallo Elaine. Ja, ich habe folgendes Problem. Ich habe seit über 2 Jahren eine Beziehung mit meinem Schatz. Mit dem Schatz? Ja, mit meinem Schatz. Ja, und wir sehen uns halt nicht so oft, weil er beim Bund ist. Mhm. Das ist jedes Wochenende, wenn er mal herkommt, eine weite Fahrt für ihn. Mhm. In den letzten 4 Wochen haben wir uns gar nicht gesehen. Das ist bitter. Ja, und ich bin halt auch ein Mensch, ich kann nie alleine sein. Mhm. Also ich brauche da mal jemanden, wo ich mich mal ausholen kann, der mich mal drückt, das ist ganz wichtig. Mhm. Und seit 2 Wochen ungefähr ist ein guter Kumpel da, der war schon vorher da, aber seit 2 Wochen, er könnte eventuell da vielleicht was werden oder auch nicht. Und ich habe einfach Angst, mich zu verlieben. Ja, aber da ist noch nichts passiert. Nee, bis jetzt noch nie. Gar nichts? Nee, gar nicht. Das, was heißt guter Kumpel? Kennst du den schon länger oder woher kennst du den? Seit 3 Jahren ungefähr kenne ich den. Ja. Und ja, man versteht sich halt gut. In letzter Zeit sieht man sich öfters mal. Man macht viel am Wochenende zusammen. Und ist es ein gemeinschaftlicher Bekannter auch von dir und deinem Freund? Er kennt ihn auch, aber da er auch selten da ist, nicht so gut, wie ich ihn kenne. Hast du ihn irgendwie bei der Arbeit kennengelernt oder im Sport? Oder, nee, oder? Durch einen Freundeskreis. Durch einen Freundeskreis. Ja. Mhm. Mhm. Dein Schatz, wie du sagst, ist beim Bund. Genau. Wie lange ist er denn noch beim Bund? Also jetzt noch 3 Jahre. Noch 3 Jahre? Ja. Hat er sich verpflichtet? Genau. Und er wird auch die 3 Jahre so weit weg von dir sein? Oder gibt es eine Chance, dass er irgendwie näher zu dir heranrückt? Also voraussichtlich wird er da bleiben. Hm. Wie viele Kilometer ist das von dir entfernt? Ja, so in etwa 500. Das ist natürlich wirklich weit. Ja. Das ist wirklich weit, wo man so nicht jedes Wochenende, ja, kann man auch, aber das ist natürlich Stress. Das kostet vor allen Dingen viel Geld. Das kostet zudem viel Kohle und ist dann auch, wenn man nur Samstag, Sonntag Zeit hat. Ja, also der kommt meistens Freitag dann irgendwann gegen 5, 5:30 und muss dann aber auch Sonntag um die gleiche Zeit auch schon wieder weg. Mhm. Man hat auch so Verschiedenes zu erledigen und zu tun. Also das ist dann schon mehr so ein stupides Ablaufen von Sachen, die man erledigen muss. Und wie lange ist er jetzt schon beim Bund? Über ein Jahr. Über ein Jahr. Das heißt also, von den 2 Jahren, die ihr zusammen seid, ist die Hälfte schon Bundzeit. Ja, genau.
Bist du sehr gebunden an den Ort, wo du bist im Moment? Gar nicht. Also ich würde gerne hier wegziehen. Du würdest gerne wegziehen? Ja. So haben wir da schon die Lösung. Ja, aber es ist halt schwierig. Ich bin arbeitslos. Ja. Schon seit diesen 2 Jahren, also eigentlich so lange wir uns kennen. Mhm. Immer mal da eine Maßnahme mitgemacht oder mal einen Job nebenbei. Und ja, und das wird also wirklich gerne. Aber bis jetzt hat es sich halt noch nicht ergeben. Und warum ziehst du nicht in den Ort und in die Gegend, wo dein Schatz ist? Ja, na, weil... Er hat doch sicher eine Wohnung da, oder? Nee. Hat er nicht, aber er verdient ja ganz gut Kohle. Ja. Das heißt, er könnte eine Wohnung, euch eine kleine Wohnung da anmieten. Ja, auch nicht so wirklich. Er hat sich jetzt erst, seit er sich richtig länger verpflichten lassen hat, ein neues Auto gekauft, damit sich das alles auch rechnet. Mhm. Ja, und zurzeit bei seinen Eltern wieder. Mhm. Also ist da gemeldet und ist immer an den Wochenenden, wo er dann auch arbeiten muss oder halt nicht herkommen kann, bei dort, bei seinen Eltern. Und an den Wochenenden, wo er sich's leisten kann oder wo er nicht arbeiten muss, ist er bei mir. Hm. Wie würdest du denn so eure Liebe beschreiben? Abgesehen von der Problematik, dass ihr euch jetzt so selten seht. Intensiv. Intensiv? Ja. Sehr intensiv? Also von meiner Seite schon. Ja. Er hat manchmal so ein bisschen Probleme, Gefühle zu zeigen, aber ich weiß, dass es ihm genauso geht. Ja, er zeigt sie vielleicht nicht so, aber er hat sie. Ja. So ein Gefühl hast du. Und du sagst ja auch gerade am Anfang, ist mein Schatz. Ja. Mhm. Elaine, ich finde, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ja. So, und wenn ihr beiden euch wirklich sehr gerne habt und du bist arbeitslos, das heißt, du bist nicht gebunden an den Ort und hängst vielleicht auch gar nicht so sehr an dem Ort. Ja. Da muss es doch mit dem Teufel zugehen, dass ihr nicht irgendwo da in der Gegend, wo er, wo ist er stationiert? An der Ostküste. An der Ostküste. Ja, genau. So, da wird doch eine günstige Wohnung zu finden sein, die ihr beiden finanzieren könnt. Ja. Du musst jetzt auch Miete zahlen. Ja. So. Ja, das Schwierige, das Problem für mich halt ist, ich habe viel Zeit zum Nachdenken. Ja. Manchmal ist es auch so, dass man, je länger man nachdenkt, sich wirklich Blödsinn einredet. Ja. Und dieses Alleine-Sein macht mir zu schaffen. Und ich habe in dem ganzen Jahr, also wir waren vorher in dem ersten Jahr, was wir zusammen waren, wirklich jeden Tag zusammen. Mhm. Ganz intensiv, wir haben uns super verstanden und alles. Und jetzt in dem Jahr, wo er beim Bund ist, wir sehen uns kaum, selten. Mhm. Und die Zeit dazwischen ist halt für mich schwierig, weil ich einfach... ja, glaube ich, wie du es gerade auch gewischt hast. Kann ich alleine. Ich habe oft darüber nachgedacht, weil ich nur nie weiß, inwiefern sich die Situation ändert, dass ich vielleicht mal da hochziehen kann oder auch nicht. Habt ihr denn darüber schon mal gesprochen, über die Möglichkeit, dass du da hochziehst? Ja, naja, so ist der Plan bei uns eigentlich. Ach, der ist sogar auch so schon überlegt, der Plan. Ja, aber... Aber? Ich zweifle ein bisschen an dem Gelingen, weil ich mittlerweile schon öfters mal darüber nachgedacht habe, die Beziehung zu beenden. Also, nicht, weil ich ihn nicht liebe, sondern weil ich es einfach für mich... das einfach nicht mehr mitmachen kann. Moment, aber das wäre doch eine Lösung dann. Wieso? Da muss man halt mal ein bisschen den Hintern hochkriegen. Ja. Ja. Also Mensch, Elaine, wenn du mir sagst, das ist ein toller Typ und ich habe den richtig lieb und das ist eine ganz innige Sache, dann würde ich das doch nicht aufs Spiel setzen und sagen, ja, ich muss jetzt mal mit jemandem kuscheln hier und da könnte sich was entwickeln. Dann ist es auch nicht so eine dolle Liebe. Ja, wenn es eine große Liebe ist, muss man auch dafür was in die Waagschale werfen. Ja. Vielleicht auch die Unannehmlichkeit, eine Wohnung zu suchen. Aber wenn du schon von dir aus sagst, dass es dir gar nicht so viel ausmacht, da wegzugehen, wo du jetzt bist, ist das doch eine Top-Voraussetzung. Vielleicht findest du ja da oben dein Glück und findest da einen Job. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich natürlich auch nicht, aber... Ja, ich bemühe mich ja schon seit längerem darum. Ja, wahrscheinlich hast du schon in deinem Umfeld alles abgegrast und es geht nicht. Was natürlich. Hast du was gelernt? Hast du einen Abschluss? Einzelhandelskauffrau. Ja, gut, ist auch eine gute Sache. Ja. So, vielleicht ergibt sich da oben irgendetwas. Dann sieh das einfach mal als Schritt auch für ein neues Leben für dich an. Ja. Da muss man natürlich auch ein bisschen aktiv sein und ein bisschen vielleicht auch sich mal anschubsen. Hm. Ja, es ist teil streckenweise schon schwer. Glaube ich. Klar, wenn man so ein ganz anderes Umfeld und was sagt er denn zu dem Plan, dass du da eventuell hochkommst? Wäre natürlich für uns beide besser. Sagt er. Schöner, ja, natürlich. Also er würde es unterstützen. Ja, auf jeden Fall. Ach, dann mach das, Elaine. Ja. Hinterher ärgerst dich schwarz, dann lässt du den tollen Typ sausen, nur wegen der Entfernung und nur weil du dich nicht dazu entschieden hast. Das ist doch schade. Hm.
So, wenn es nicht klappt, kannst du auch wieder zurückgehen. Du bist 23 Jahre alt, Mann, egal. Man muss einfach Sachen ausprobieren. Manche Sachen funktionieren auch nicht. Dann muss man wieder einen neuen Weg gehen. Das ist ja immer so. Aber wenn du einfach nur in deinem Ort sitzt und grübelst zu Hause, dann kommst du auf blöde Gedanken, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, ist richtig. Und dann machst du vielleicht Sachen, über die dich hinterher ärgerst und sagst, ach Mensch, hätte ich doch bloß. Und das ist immer das Schlimmste, wenn man im Nachhinein sagt, ach, hätte ich doch nur, hätte ich doch nur. Ja, ist richtig. Pack die 7 Sachen, fahr an die Ostsee. Ja, ist auch schön da. Da ist es wunderschön, es ist wunderbar. Und wenn ihr vielleicht ein bisschen irgendwo ein bisschen außerhalb von dem Ort, wo er da ist, sucht, gibt es bestimmt auch günstige Wohnungen, bestimmt. Muss ja nicht gleich eine Villa sein. Nö, also da sind die Ansprüche nicht so hoch. Ja. Also ich würde dazu gleich, also wenn die Liebe toll ist und die stimmt, würde ich aber wirklich absolut dazu raten, Elaine. Ja. Ja? Danke. Alles Liebe, alles Gute, viel Glück. Ja, mach weiter so, ne? Dankeschön, tschüss. Tschüssi. Hier ist die Annika. Annika ist 25 Jahre. Guten Morgen. Hallo Annika. Guten Abend, Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ja, endlich mal durchgekommen. Ja, und was geht's denn bei dir, Annika? Ja, und zwar jährt sich jetzt am 24. Februar der Todestag von meinem Vater. Mhm. Und ab dem Tag eigentlich führe ich 2 Leben, kann man sagen. Es jährt sich der Todestag, also zum ersten Mal? Nee, zum vierten Mal. Zum vierten Mal. Mhm. Und zwar hatte mein Vater Kehlkopf und von der Luftröhrenkrebs. Mhm. Und hat 2,5 Jahre gekämpft und dann, der hat in Hamburg gewohnt mit meiner Mutter. Und davor hatte meine Mutter schon Schwerkrebs gehabt, die hat es überstanden. Hat halt immer noch mit den Folgen zu kämpfen. Mhm. Und wir sind hochgefahren, wollten sie besuchen. Ja, und meine Schwester und ich sind gerade mal eine Stunde da gewesen, wollten zum Auto gehen, die Sachen auspacken. Und da hatten wir ein ganz komisches Gefühl auf einmal zum Weg zum Auto. Und dann sind wir zurückgegangen in eine Stube, wo mein Vater war, und dann haben wir gesehen, dass seine Luftröhre, also seine Halsschlagader geplatzt ist. Mhm. Und durch den Luftröhrenschnitt ist das natürlich halt auch alles von innen nach außen verblutet. Und wir haben halt noch versucht, sämtliche Sachen zu machen. Meine Mutter hat Notarzt gerufen und dann war es halt auch zu spät. Und ja. Das heißt, du und ihr wart dabei, als er gestorben ist? Genau. Mhm. Als er verblutet ist. War er da noch bei Bewusstsein? Hat er das noch mitbekommen? Also wir haben es irgendwie gesehen, er hat uns alle nochmal angeguckt, wo wir auf einmal im Raum standen. Wir standen wie entsetzt eigentlich in dem ersten Moment. Mhm. Und dann hat er uns alle drei nochmal angeguckt, meine Schwester, meine Mutter und ich. Und dann auf einmal hat man bloß gesehen, wie seine Augen auf einmal so richtig schal wurden, also so richtig leer wurden. Das war richtig komisch, das konnte man richtig sehen. Mhm. Und dann ist er halt auf dem Sessel zusammengesackt und meine Schwester und ich haben versucht, noch irgendwas zu tun in der Zeit, wo meine Mutter Notarzt gerufen hat, aber es kam mir, ging ja nichts bei Beatmung, das ging ja nicht, das kam ja immer nur mehr Blut raus. Der ist ja auch in der Autopsiebericht stand drin, weil er halt zu Hause verstorben ist, wurde Autopsie gemacht. Mhm. Stand halt drin, dass er innerhalb von einer Minute halt erstickt ist, an dem Blut aus, was ausgetreten ist. Ja. Ja, und seit dem Tag ist es halt so, dass meine Mutter schon seitdem immer noch drunter leidet. Dein Vater war ja auch noch sehr jung, ne, als er gestorben ist. Ja, er war 47, er wäre jetzt 50 geworden. Mhm. Er war 4 Jahre älter als meine Mutti. Mhm. Ja, er war zwar mein Stiefvati, aber für mich ist es wie mein richtiger Vati gewesen. Du hast gerade gesagt, seitdem ist dein Leben irgendwie völlig, völlig... Ja, ich lebe eigentlich für 2 Leute. Ich lebe das Leben für meine Mutter und für mich eigentlich. Was meinst du? Du lebst das Leben für deine Mutter? Weil meine Mutter, die ist halt nervlich dadurch und körperlich durch ihre Krankheit, die Nachfolgen, halt so stark mitgenommen, dass sie halt manchmal wirklich, ich bin jeden Tag bei ihr, sie wohnt 10 Minuten von mir entfernt. Ja. Ich bin jeden Tag da, ich mache haushaltmäßig, ich mache Briefe schreiben, wenn sie für die Ämter, ich mache ihr die Wege, ich mache Anrufe, bringe Müll runter, einkaufen, alles. Ja. Ich mache ihre kompletten Wege. Aber sie kann körperlich das alleine auch machen, oder? Das dadurch, dass meine Mutter hatte Gebärmutterkrebs und dennoch später Krebs am Eierstock und dadurch wurde alles operiert, ist alles stark vernarbt im Bauch, kann sie halt sich nicht mehr so bewegen, sie hat ständig Schmerzen. Ach so, aber sie kann gehen, kann sie schon?
sie kann laufen, aber halt auch nicht lange, weil es dann sticht im ganzen kompletten Unterleib durch die ganzen Vernarbungen. Wie ist denn die Krebssituation im Moment? Bei meiner Mutter ist es bis jetzt also weg. Ist es bis jetzt weg? Hm. Ja, es ist jetzt bis jetzt nicht nochmal auf. Das heißt, eigentlich ist sie körperlich, abgesehen von den Nachfolgen der Krebsbehandlung, ist sie eigentlich gesund? Ja, davon ja. Aber sie hat ja trotzdem ja körperlich trotzdem noch Probleme. Also sie kann kaum essen, denn durch die ganzen psychischen Probleme kann sie nicht schlafen die Nacht. Und dadurch, dass ja mal vor 2 Jahren ist ihre Mutter verstorben. Ah ja, da hat auch, sie aber wirklich viel mitgemacht. Ja, meine Mutter war auch dabei, wo meine Oma gestorben ist. Jetzt meine Oma noch zum Schluss gepflegt in ihrer Situation. Und jetzt vor einem Jahr ist ihr Vater verstorben und die sind im Streit auseinandergegangen. Konnten sich also nicht nochmal aussöhnen. Und das macht meine Mutter alles fertig. Und das ist aber auch, wenn du das so erzählst, aber auch sofort nachvollziehbar, dass deine Mutter so sehr mitnehmen muss alles. Bist du denn so die Hauptansprechpartnerin in deiner Mutter? Ja, ich bin jeden Tag da und fast den ganzen Tag. Und du trägst auch die Hauptverantwortung? Ja. Sonst ist da niemand? Ich habe noch eine ältere Schwester, aber jetzt ist sie verheiratet, halt Kind und... Wohnt die auch in der Nähe oder weiter weg? Ja, auch 5 Minuten von meiner Mutter. Wir wohnen alle in derselben Stadt, alles... Aber du machst das hauptsächlich? Ja, weil meine Schwester hat ja jetzt in ihrer... Früher habe ich mich auch noch um sie gekümmert, war für sie da selig und... Jetzt verstehe ich das auch, wie du das gerade gemeint hast. Ich lebe das Leben meiner Mutter und meins. Ja. Was ist denn dein Leben? Hast du eine Familie oder gehst du arbeiten und was machst du? Nee, zurzeit, ich habe einen Lebensgefährten, der ist auch immer für mich da, aber irgendwie über alles reden kann man ja den auch nicht, was einen bedrückt. Bist du denn körperlich gesund? Ja. Das schon. Hast du eine Arbeit? Nein, zurzeit nicht, weil ich traue mich das auch irgendwo nicht, weil ich ja dann auch nicht immer für meine Mutter da sein kann. Ja, weil ich dann irgendwie Angst habe. Ich habe manchmal sogar abends Angst, wenn ich gehe, sie kann jetzt noch nicht schlafen, warum kann ich jetzt... Das heißt, das ist wahrscheinlich... Ich muss für meine Mutter stark sein. Und kann das selber alles noch gar nicht verarbeiten. Ich träume danach auch noch von. Das heißt, du hast die ganze Trauer auch noch in dir. Ja. Und hast, obwohl es schon 4 Jahre her ist und du denkst jetzt schon an das Datum 24.02. Ja, und das ist ein paar Stunden vor meinem Geburtstag passiert. Kann ich das auch nicht mehr feiern. Das ist vorbei. Habt ihr auch finanzielle Sorgen? Meine Mutter und er, wir kommen halt so über die Runden. Das ist es ja. Also wenn du so erzählst, Annika, habe ich so den Eindruck, da sind 2 schwer belastete Frauen, nämlich du und deine Mama. Ja, meine Mutter, die nimmt jetzt auch, versucht jetzt auch Termine beim Psychologen zu kriegen. Weißt du, das ist jetzt auch alles in den Gänge, aber... Weißt du, was für deine Mama das Allerbeste wäre? Wenn sie auf eine lange Kur gehen könnte... Sie macht gerade auch eine Reha-Maßnahme, da trifft sie auch Leute, da kann sie sich unterhalten, also auch unter Leuten. Nee, ich meine so, es müsste so eine Kur, die psychosomatisch ausgerichtet ist. Kommt sie zurzeit nicht ran. Das bitte? Ist zurzeit nicht möglich. Das ist zurzeit alles nicht möglich, da kommt sie zurzeit nicht ran. Aufgrund der Krankenkassenzuteilung oder was? Genau. Weil meine Mutter ja schon chronisch krank ist durch die Nachfolgen der ganzen Operation ihrer Krankheit. Das heißt, da machen die keine Kohle für locker? Nein. Obwohl es eine Patientin ist, die es dringend nötig hätte. Richtig. Haben wir wieder so einen Fall, wie unsere Patienten bisweilen behandelt werden. Vor allen Dingen auch die, die nicht so viel auf der Tasche haben. Richtig. Wenn meine Mutter zum Arzt geht, sie traut sich manchmal schon gar nicht zu sagen, dass sie Schmerzen hat, weil sie Erfahrungen gemacht hat, dass die Ärzte sie einfach nicht glauben. Und hin und her. Und ich bin halt jetzt da und mache und tue. Machen, Zimmer aufbauen, muss die Starke machen und meine Schwester wirft mir dennoch einen Kopf, ich krieg mein Leben nicht auf die Reihe. Weißt du, Annika, was ich aber genauso wichtig finde, dass deine Mama Hilfe kriegt und wenn sie, also da gibt es eine Anmeldung für einen Psychologen, sagst du? Ja, genau. So, das ist ja schon mal ein guter Schritt, wenn das mit dieser Kur dann nicht sofort klappt. Genau. Aber, weißt du, wer auch ganz dringend jemanden an seine Seite braucht? Nee. Du! Weil du musst die Starke sein. Du musst das Leben deiner Mama managen. Du musst sie auffangen, du musst für sie da sein, du musst ihr helfen. Du musst alles für sie machen und trägst die Verantwortung. Aber da ist auch noch dein Leben. Und wenn du dich nicht um dein Leben kümmerst, geht dein Leben kaputt und deine Seele und dann tust du deiner Mutter auch sehr viel Schlimmes an, wenn du nicht mehr funktionierst.
Ja, das merke ich ja auch schon, dass es bei uns in der Beziehung von meinem Lebensgefährten und mir, dadurch, dass ich immer alles in mich hineinfresse und staut sich das auf und dann macht er bloß irgendwie einen Spaß und der kommt bei mir falsch an und dann ticke ich schon aus. Mhm. Ganz dringend, finde ich. Wir werden gleich mal gemeinsam im Hintergrund beraten, was du vielleicht tun könntest, was im Rahmen deiner Möglichkeiten auch realistisch ist. Ja. Finde ich, dass du einen Menschen an deiner Seite brauchst. In Form eines Psychologen, eines Therapeuten, eines Beraters, der dir zur Seite steht, bei dem du dich ausweinen kannst, mit dem du vielleicht auch Dinge beraten kannst, die dich betreffen, die auch die Situation deiner Mutter betreffen. Ja. Wir machen das jetzt so, liebe Annika, du legst auf und meine Psychologin, die Sabine, ruft dich an. Und Gut. Die Sabine wird mit dir beraten, wie man dir jetzt erstmal helfen kann. Und darüber hinaus könnt ihr auch noch sprechen über die Lage mit deiner Mutter, was man da vielleicht auch doch noch machen könnte. Ja. Ich glaube das ja noch nicht richtig mit der Kur. Ich kann das immer nie glauben, aber ich weiß, wie streng das alles gehandhabt wird mittlerweile. Ich war ja schon mal mit meiner Mutter bei ihrer Ärztin, habe nachgefragt, wo meine Mutter denn mal kurz draußen auf Toilette war. Und seitdem nimmt mich meine Mutter auch nicht mehr mit rein zum Arzt, weil sie einfach Angst hat, dass die Ärzte dann denken, sie ist Hypochonder oder so. Verstehe. Schlimme Situationen, wo man eigentlich helfen muss und eingreifen müsste. Ja. Liebe Annika, wir rufen dich jetzt zurück. Du legst bitte auf und Sabine meldet sich bei dir. Gut. Alles Gute. Ja, kann ich noch mal ganz kurz. Und zwar, ich wollte meinen Freund auf jeden Fall nochmal danken, dass er mal für mich da ist. Mhm. Hoffentlich hat das gehört jetzt auch. Ja, hoffe ich auch. Ja. Gut, und Domian, kann ich noch ein Autogramm von dir? Dann sagst du bitte der Sabine gleich deine Anschrift und dann machen wir das. Dann wünsche ich dir und deiner Mama wirklich von Herzen alles Gute und viel Kraft. Ich danke dir, Domian. Tschüss, Annika. Tschüss, mach eine tolle Sendung. Dankeschön, tschüss. So, an dieser Stelle auch nochmal Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema vernachlässigte Kinder. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die sich in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend sehr vernachlässigt und schlecht behandelt gefühlt haben. Und mit Leuten, die vielleicht in ihrer direkten, unmittelbaren Umgebung vernachlässigte Jugendliche und Kinder haben und das beobachten, vielleicht auch ganz unsicher sind, was sie tun sollen. Das ist unser Thema heute. Jetzt haben wir noch einen Anrufer. Das ist die Janina. Janina, ja genau. Janina, 20 Jahre. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Ja, Janina, ne? Ja, Janina. Janina, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema? Bitte? Was ist dein Thema? Mein Thema ist, mein Freund verlangt ein bisschen zu viel beim Sex von mir. Ach, ja. Was will er denn? Ja, er will, dass wir uns gegenseitig mit der irgendwie was zu machen. Also es fing schon an, dass er mich mal gefragt hat, ob er nicht dabei sein könnte, wenn ich morgens meine Geschäfte erledige auf Toilette. Mhm. Das ist ja krass, ne? Ja, natürlich. Ich bin in letzter Zeit öfters gehört, als wäre das irgendwie, würde das sich enttabuisieren, diese ganze Sache. Ehrlich? Ja, in der Tat. Ach, Herr Reis. Was denkst du grundsätzlich und spontan zu dieser Thematik? Also was ich überhaupt darüber denke, wie meinen Sie das jetzt? Nee, was denkst du dazu, als er das gesagt hat? Was ich darüber denke? Ja. Also, kann ich Ihnen gar nicht sagen, das ist irgendwie komisch alles für mich. Ich war erstmal richtig erschrocken, als er mich das gefragt hat. Findest du es ekelhaft? Ja. Ja. Natürlich. Übrigens kannst du mich duzen, weil ich dich auch duze. Ja, okay. Ja, weil, ich dachte erstmal, der wollte mich verarschen, wo er mich das gefragt hat. Und, es geht so weit, dass er es formuliert hat, dass er gesagt hat, er will das beim Sex irgendwie einbauen. Ja, er hat auch mich schon mal gefragt, ob er sich nicht unter unserem Glastisch legen könnte und ich dann mich da oben draufsetze und stelle. Und Finde ich heftig, Janina. Gibt für mich nur eine ganz klare Ansage. Wenn du das auch nur ansatzweise ekelhaft findest oder gar sogar sehr ekelhaft findest, dann sagst du nein, 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 nein. Natürlich, das habe ich Ihnen ja auch schon mal gesagt. Ich habe jetzt aber auch Angst, dass ich meine Beziehung damit aufs Spiel setze. Pass mal auf, wenn der deshalb dich verlässt, dann ist das nicht wert und dann liebt er dich auch nicht. Das ist niemandem zuzumuten, wenn man da auch nicht ansatzweise eine Affinität zu hat, keinen Spaß dran hat. Ist das so krass, dann macht man, kann man das keinem anderen zumuten. Das geht nicht. Ja. Ganz klar, gar keine Diskussion. Da sagst du nein und wenn er das nicht akzeptiert, dann ist es nicht dein Typ. Ja, das stimmt auch. Aber ich habe Angst, dass ich ihn verliere. Ich würde an deiner Stelle auf keinen Fall auch nur einen Zentimeter auf ihn zugehen und ein bisschen was mitmachen, wenn du da keinen Bock drauf hast. Das ist so ekelhaft, das macht dir alles kaputt. Das vergisst du auch nie wieder hinterher.
Ja, stimmt auch. Mhm. Da habe ich auch schon mal so drüber nachgedacht. Mhm. Mhm. Janina, ich muss Schluss machen, wenn die Sendung gleich vorbei ist. Aber ich habe das Grundsätzliche gesagt. Mehr könnte ich gar nicht sagen. Alles Gute. Ja, tschüss. Danke. Danke. In der Technik war Uwe Petersen. Morgen heißt unser Thema vernachlässigte Kinder. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schöne Nacht. Um 1 Uhr sind wir morgen wieder da. Radio 1 Live und WDR Fernsehen und 1 Festival. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.